Stellt euch mal vor, ihr verliert euren Job und müsst aus eurem Heimatland abhauen, nur weil ihr ein Foto auf Instagram teilt. Für mich klingt das komplett absurd. Für Kamran hier ist das aber bittere Realität. I realize that it's not okay to be right now. Ich habe gemerkt, dass es für mich in Russland gerade sehr gefährlich ist. Deshalb habe ich das Land verlassen. Wir haben momentan nämlich riesige Schwierigkeiten mit der Rede- und Gedankenfreiheit. Leute, dass Kamran hier überhaupt mit uns spricht, ist super mutig. Viele Russinnen und Russen trauen sich das gerade nicht mehr, denn ihr Leben hat sich teilweise dramatisch verändert. Eigentlich genauso wie bei Kamran. Noch vor ein paar Wochen war er ein ganz normaler Geografielehrer in Moskau, bis er am 8. März dieses Foto auf Instagram postet. Ihr seht Kamran hier auf einer Antikriegsdemo. In seiner Caption schreibt er so viel wie: Ich habe keinen Bock auf die russische Propaganda. Nur ein Foto, dieser eine Satz, verändern einfach mal sein komplettes Leben. Denn als Kamran zurück an seine Schule will, lassen ihn Sicherheitskräfte nicht mehr ins Gebäude. Und noch krasser, seine Direktorin droht ihm. Sie hat gesagt, dass sie alles dafür tun wird, damit ich für 15 Jahre ins Gefängnis muss. Leute, die Situation an Russlands Schulen ist wirklich übel. Mit teilweise abstrusen Propagandavideos versucht der Kreml, sogar Schulkinder auf Linie zu bringen. Das vermutlich weirdeste schauen wir uns gleich zusammen an. In unserer ersten Atlas-Folge erfahrt ihr, wie Putins Propaganda an Schulen und Unis funktioniert. Kamran erzählt euch seine wirklich unfassbare Geschichte. Und wir sprechen mit einem jungen Wissenschaftler, der die Schnauze von Putins Propaganda komplett voll hat. Ich bin Tesnim Qadiri und ihr schaut Atlas. Freut mich mega, dass ihr am Start seid. Habibis, ich bin für dieses Video in die Welt der russischen Propaganda abgetaucht. Und ich kann euch sagen, das wäre teilweise schon auch lustig, wenn das nicht alles so unfassbar traurig wäre. Putins Propagandamaschine macht in den letzten Wochen nämlich richtig ernst. So there is lots of examples of propaganda in Russian schools. Especially when the war started between. Seit der Krieg begonnen hat, gibt es an den Schulen in Russland viel Propaganda. Wir Lehrer haben Leitfäden über die Situation in Russland und der Ukraine, über Selenskyj, über Fake News und die Gründe für die sogenannte militärische Spezialoperation bekommen. About the reasons of the so-called investigation, so-called the war. Leute, so heißt in Russland der Krieg. Militärische Spezialoperation klingt aber auch gleich viel besser, oder? Wovon Kamran hier aber unter anderem spricht, ist ein Propagandaleitfaden, versendet vom Bildungsministerium an alle Lehrkräfte des Landes. In dem Leitfaden wird der Angriff Russlands auf die Ukraine gerechtfertigt. Dafür hat das Bildungsministerium seinen Lehrkräften extra vorgefertigte Fragen und Antworten konzipiert. Und nein, das ist kein Witz. Hier mal ein Beispiel. Es könnte ja sein, dass ein Kind fragt: Ist das ein Krieg in der Ukraine? War es möglich, darauf zu verzichten? Hier direkt eine passende Antwort. Es handelt sich nicht um einen Krieg mit der Ukraine, sondern um eine spezielle friedensstiftende Operation zur Eindämmung der Nationalisten, die die russischsprachige Bevölkerung unterdrücken. Unsere Pläne sehen nicht die Besetzung ukrainischer Gebiete vor. Wir haben nicht die Absicht, jemandem etwas mit Gewalt aufzuzwingen. Leute, das war jetzt nur so ein kleiner Ausschnitt des Leitfadens. Da stehen noch weitere vorgefertigte Fragen und Antworten drin. Um es kurz zu machen: Der Leitfaden ist nichts anderes als ein Propagandaschinken. Also so staatlich betreutes Denken für Schüler, Schülerinnen und Lehrkräfte. Kamran hatte auf diesen ganzen Zirkus aber überhaupt keinen Bock. Of course, I refuse. Ich habe meinen SchülerInnen gegenüber natürlich nicht diese ganze Propaganda benutzt. Allerdings haben meine SchülerInnen angefangen, Fragen zu stellen. To ask the questions. Er war in der Zwickmühle. Er wollte nicht die Propaganda des Kreml spreaden, aber so richtig offen drüber reden, das ging ja auch nicht. Man darf den Krieg ja nicht mal Krieg nennen. Kamran hat es dann über einen anderen Weg probiert. My goal as a teacher was only one. I just want to represent the peaceful thoughts and peaceful feelings with the students. Ich wollte meinen Schülern eine friedliche Haltung vermitteln. Ich habe immer gesagt, es gibt heutzutage keinen Grund, eine Waffe in die Hand zu nehmen und jemanden zu töten. Vor allem nicht zwischen Russland und der Ukraine. Nowadays to do that, especially between Russia and Ukraine. Das Ding ist nur, er selbst geht davon aus, dass die meisten Lehrkräfte in Russland hinter Putins Propaganda stehen. Als mir Kamran das erzählt hat, habe ich mich direkt gefragt, wie die Schüler und Schülerinnen wohl auf diesen wirklich total absurden Propagandastreifen reagieren würden, den ich bei meiner Recherche entdeckt habe. Schon allein der Titel: Verteidiger des Friedens. Folgendes Setting: Zwei Freunde, Vanya und Mikola, gehen zusammen in eine Klasse. Die beiden haben irgendwie so ein komisches Ding, Pullover in Landesfarben zu tragen, aber gut,
Ich bin ein offener Mensch, soll jeder machen, wie er will. Vanya ist der mit dem Russland-Pulli und Mikola der mit dem Ukraine-Pulli. In der Klasse gibt es auch ein paar andere Leute, die dieses Pullover in Landesfarben-Ding haben. Der eine trägt zufälligerweise einen USA-Pulli und der andere einen Deutschland-Pulli. Und jetzt ratet mal, welche Rolle sie in der ganzen Story spielen. Bingo! Sie sind natürlich die Unruhestifter, die Mikola im Ukraine-Pulli dazu drängen, andere Kids zu verprügeln. Und da kommt die Stunde von Vanya, dem weisen, friedliebenden Russen. Der findet das nämlich überhaupt nicht gut und nimmt Mikola den Stock weg. Vanya, der Russe, der Verteidiger des Friedens. Wichtig ist hier erstmal nur die Message. Schon ganz kleinen russischen Kindern wird damit nämlich eingetrichtert, die USA, Deutschland und die Ukraine sind böse und Russland gut. Ja? Es ist wirklich so plump. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr reagiert hättet, wenn euch das in der Schule gezeigt worden wäre. Ich finde es jedenfalls ziemlich abgedreht, was sich da in Russland mittlerweile entwickelt hat. Wie krass das System und die Propaganda heute sind. Doch trotz der massiven Propaganda und der wirklich harten Strafen gibt es immer wieder mutige Russen und Russinnen, die sich wehren und gegen den Krieg protestieren. Den Lehrer Kamran habt ihr ja schon kennengelernt. Dem wurde sogar mit Gefängnis gedroht. Und deswegen musste er in die USA fliehen und nochmal komplett von neu anfangen. Trying to collect all my documents to prepare everything to. Ich suche meine Dokumente zusammen, damit ich in den USA eine Aufenthaltsgenehmigung als Migrant bekomme. Es ist echt hart gerade. Aber ich werde alles versuchen, dann werde ich mein Leben von vorne beginnen, quasi von null. Aber Putins Propaganda fordert nicht nur an Schulen ihre Opfer, sondern auch an den Unis des Landes. Bestes Beispiel, ein offener Brief der Gewerkschaft der Hochschulrektoren. Darin steht: Es ist heutzutage sehr wichtig, unser Land, unsere Armee, die unsere Sicherheit verteidigt, zu unterstützen, unseren Präsidenten zu unterstützen, der die vielleicht schwierigste, leidvolle, aber notwendige Entscheidung seines Lebens getroffen hat. Übrigens sollen fast alle Rektoren den Brief unterschrieben haben. Ja, Leute, was soll ich sagen? Über die miserable Situation der Rede- und Gedankenfreiheit haben wir ja schon gesprochen. Mit der Freiheit der Wissenschaft sieht es auch ziemlich schlecht aus. Ob sich Russland damit wirklich einen Gefallen tut, I doubt it. Denn die ersten WissenschaftlerInnen sind schon abgehauen. Philipp Hopkowski zum Beispiel. Er hat als Verhaltensökonom an der Higher School of Economics in Moskau gearbeitet. The reason why we decided to fly to Russia. Wir sind aus Russland geflohen, weil es für mich moralisch unmöglich gewesen wäre, zu bleiben und zum Schweigen gebracht zu werden. Philipp hat übrigens eine ziemlich spannende Studie entwickelt über Putins Zustimmungswert in Russland. Laut der sind die gar nicht so gut wie gedacht. Den Link packe ich euch in die Infobox. Aber ich habe mit Philipp nicht nur über die Situation an der Uni gesprochen, sondern auch über seinen Alltag in Russland. For the first few days of war, my wife attached a small no-war postcard on the back of. In den ersten Tagen des Krieges hat meine Frau eine kleine No-War-Postkarte auf ihren Rucksack geklebt. So ist sie dann immer zur Arbeit gegangen. Kurz nach Kriegsbeginn wurde aber ein neues Gesetz eingeführt. Durch das Gesetz kann das Regime Kriegsgegner ins Gefängnis stecken. Selbst für so eine kleine Aktion wie die No-War-Postkarte, selbst diese winzigen Zeichen des Protests waren nicht mehr möglich, ohne uns in Gefahr zu bringen. Tiny signs of protest were not possible anymore without jeopardizing people like us. Alter! Das ist einfach nur noch creepy. Als Philipp dann auch noch durch den offenen Brief mitbekommen hat, dass sein Rektor die Invasion unterstützt, war er raus. Ich habe daraufhin gekündigt und erklärt, dass ich nicht für eine Institution arbeiten kann, die diesen blutigen und ungerechten Krieg unterstützt. Ich habe Russland zusammen mit meiner Familie verlassen. Wir sind jetzt in Armenien und warten auf ein deutsches Visum. Bald will er dann in Berlin arbeiten. Aber so wie er mussten schon viele Gegner von Putins Regime das Land verlassen. Die Frage ist dann halt nur: Wer kann Putins Propaganda stoppen? Es ist auf jeden Fall so, dass es neben Kamran und Philipp noch mehr Leute in Russland gibt, die gegen den Krieg und gegen Putin sind. Vor allem etwas jüngere Menschen in den großen Städten sagen ganz schön mutig ihre Meinung. Wir sind nicht einverstanden mit dem, was passiert. Wir sind unter Schock. Wir wissen nicht, wie wir das zum Ausdruck bringen können, weil uns niemand zuhört. Wir werden verjagt. Wir werden geschlagen. Wir haben Angst, auf die Straße zu gehen, denn wir werden sofort festgehalten. Jedes Wort von uns wird sofort feindselig aufgenommen. Wir bekommen einfach keine Möglichkeit, auf eine genehmigte Demo zu gehen. Nur, wie lange soll das noch so weitergehen? Gibt es vielleicht irgendwann eine Revolution? Von unten? Das habe ich auch Demian von Osten gefragt, der schon seit mehreren Jahren für die ARD in Russland arbeitet und gerade immer noch in Moskau ist. Leute, ich sag's euch gleich,
Demian ist da eher skeptisch. Denn die Gesetze im Land sind sehr, sehr scharf gegen Aktionen auf der Straße, gegen Proteste auf der Straße. Die Polizeimaschinerie hier im Land ist mittlerweile gut eingespielt darin, jeglichen Protest sofort zu unterdrücken. Die Menschen, die Proteste anführen könnten, sitzen entweder im Gefängnis oder sind ausgewandert ins Ausland. Und überhaupt hat Russland in seiner Geschichte nie gute Erfahrungen gemacht mit Revolutionen von unten. Die endeten immer blutig. Deswegen auch diejenigen, die die Regierung kritisch sehen, sagen eher, das ist keine gute Idee. Boah, Leute, es ist schon richtig heftig, wie Putins Propaganda durch das ganze Land sickert. Wie schon in Schulen Kinder gebrainwashed werden sollen und wie der Staat große Teile der Hochschulen unter Druck setzt. Und gerade sieht es ja leider nicht so aus, als würde sich die Situation irgendwie verbessern. Ganz im Gegenteil, die Propagandamaschine zieht eher an. Was mir aber so ein bisschen Hoffnung gibt, sind die Menschen, die den Mund aufmachen, wie Kamran und Philipp, die vielleicht auch Leute in Russland aufrütteln und zeigen, was da abgeht. Aber jetzt seid ihr dran, Habibis. Ich will von euch wissen, auf welche Themen aus aller Welt ihr so Bock habt. Wir von Atlas sind ab jetzt nämlich jede Woche mit einem neuen Video für euch am Start. Wenn ihr mehr über unseren Kanal wissen wollt, dann schaut euch doch unseren Trailer hier an. Und ganz wichtig, abonniert unbedingt unseren Kanal. Hier erfahrt ihr, mit welchen Tricks der Präsident der Ukraine Volodymyr Zelensky auf Social Media unterwegs ist. Und hier zeigen unsere KollegInnen von STRG F, wie gefährlich Protestieren in Russland ist. Bis zum nächsten Mal!